meine Lieben, heute gibt es mal eine sehr außergewöhnliche Karte. Die habe ich gefunden bei Melanie von dem Blog Stempelkunterbunt. Und ich habe sie mal angeschrieben, weil das war ihre Idee. Und ich darf mit euch diese Karte basteln. Hab dazu auch eine Studiodatei erstellt. Falls ihr einen Plotter habt, könnt ihr auf meinem Blog wandern. Da habe ich die Plotter-Datei auch online gestellt dann. Und ihr solltet natürlich auf jeden Fall bei Melanie vorbeischauen in dem Stempelkunterbunt-Blog, weil sie hat wirklich super tolle Anleitungen dort. Ist ein toll gefüllter Blog und unbedingt vorbeischauen. Ich verlinke das aber alles nochmal unten in der Infoliste und bei mir auf dem Blog. So, was ihr jetzt braucht, oder nein, ich zeige euch erstmal. Hier liegt ja schon mal was. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen weiter weg gemacht, weil die Karte geht gleich etwas auf. Und zwar ist das Ganze so gedacht. Ich hoffe, man kann das jetzt lesen. Alle Jahre wieder steht hier. Dann habe ich hier noch so ein Tag gemacht von den Plottergören. Hier hinten habe ich einen kleinen Briefumschlag reingemacht. Da könnte man dann praktisch noch einen Brief reintun. Ja, ich fand die Karte total toll. Hab mir natürlich bei dieser Karte einen Wolf geschnitten, weil ich zeige euch ja gleich, was ihr braucht. Und habe gedacht, dazu mache ich mir eine Studiodatei. Und während das Wochen alles so vor sich hingeschnitten hat, konnte ich ganz viele andere Dinge machen. Ja, habe hier hinten noch so ein kleines Bild drauf gemacht und vorne das Bild. Ja. Wir fangen jetzt aber mal an und ich sage euch, was ihr braucht. Dazu hole ich euch wieder ein bisschen näher ran. Ich werde nicht alle Schritte mit euch machen. Ein paar habe ich auch schon vorbereitet. Aber ich sage euch jetzt erstmal, was ihr braucht. Ihr braucht 42 von diesen kleinen, auch von Cardstock. 3,5 mal 3,5 müssen die sein. 42 Stück. Von diesen hier braucht ihr 21 und die sind 3, nein, Quatsch, die sind 4 mal 7,5. Dann braucht ihr genau zweimal und auch Farbkarton, Fotokarton, was auch immer ihr nehmen möchtet. Ich habe jetzt den hier von Action, 220 Gramm, reicht auch völlig, weil er bei mir ja ganz viele Lagen Papier noch dazu bekommen hat. Der ist 21 mal 13,5, wird einmal in der Mitte gefalzt. Habe ich hier schon vorgeschnitten. Bei 10,5 könnt ihr falzen, wie auch immer. Oder ihr holt euch bei mir die Schneidedatei. So, dann braucht ihr noch ein Stück, das ist 30,5 mal 13,5 oder ihr nehmt ein DIN A4 Blatt. Das geht genauso gut, falls ihr jetzt keinen großen Fotokarton habt. Das hat Melanie auf ihrem Blog auch so geschrieben. Ich habe es auch so gemacht und es hat funktioniert. Ich habe ja jetzt keine Cameo, sondern nur eine Porträt. Und deshalb konnte ich kein so großes Stück machen. Und da ich jetzt mal die komplette Studiodatei ausprobieren wollte, auch mit denen, musste ich das jetzt schneiden. Aber das ist gar kein Ding. Und zwar habe ich Teil A größer gemacht und Teil B ist ein bisschen kleiner. Und wir kleben Teil A direkt auf Teil B. Also, das machen wir aber später. Also, falls ihr die Cameo habt, könnt ihr natürlich die große Schneidedatei nehmen. Ich habe die einmal in groß drin und ich habe sie einmal in klein drin. Was macht meine Kamera heute? Das hat sie ja noch nie gemacht. Bin ich zu nah dran? Wahrscheinlich. So, dann braucht ihr noch kleinere Teile.
die nur 3x3 cm groß sind. Ich habe es jetzt hier so gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, hier diese Zacken. Das sind wie kleine Briefmarken. Da habe ich euch auch ein kleines Viereck mit 3x3 cm erstellt. Ist dann auch in der Studiodatei. Wenn ihr es mit der Hand macht, müsst ihr mal gucken, wie ihr so eine Briefmarke hinbekommt. Oder ihr nehmt dann halt nur einen Farbkarton oder was auch immer ihr nehmen wollt in 3x3 cm. Ja, da braucht ihr dann auch 42 Stück von. Und dann habe ich hier noch so kleine Deko-Elemente, die ich wieder draufkleben will. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir erstmal damit, dass wir dieses Teil A auf Teil B kleben. Das müsst ihr natürlich nur machen, wenn ihr das mit der Porträt geschnitten habt. Wenn ihr das selber schneidet mit einem Schneidebrett oder ihr eine Cromeo habt und die Schneidedatei nimmt, dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Das müsst ihr nur machen, wenn ihr so wie ich die kleine Cameo, die kleine Porträt habt. Sie reicht mir eigentlich völlig aus für das, was ich mache. Ich habe nur ganz selten eine Datei, die größer ist. Und da weiß ich mir jetzt inzwischen auch schon sehr gut zu helfen und kann mir die Boxen oder was auch immer das dann ist, kleiner schneiden. Mit der Studio-Software. Das ist alles gar kein Ding. So, jetzt müssen wir dieses Stück falzen. Ihr müsst, wenn ihr es geschnitten habt, mit einem ganz normalen Schneidebrett oder Schneidemesser, wie auch immer, müsst ihr das noch falzen. Und zwar immer bei 3/4 Inch. Also jedes 3/4 Inch eine Falzlinie. Und da machen wir jetzt eine kleine Berg- und Talfalze. Also so, dass ihr dann praktisch so eine Ziehharmonika dann habt. Ich habe jetzt wirklich das erste Mal meine Falzlinien nicht ganz durchgeschnitten. Und das ist super. Das ist ja bei der Porträt oder bei der Cameo ist es ja so, ja, dass es eigentlich nicht richtig gefalzt ist, sondern dass es schon fast perforiert ist. Und ja, ich habe in der letzten Woche viel gelernt mit der Porträt, obwohl ich die jetzt schon so lange habe. Und werde dazu in der nächsten Zeit auch mal ein paar Videos machen. So, wenn ihr die jetzt gefalzt habt, also wenn ihr die falzen musstet, habt ihr hoffentlich mal kurz auf Pause gedrückt und habt dann hier jetzt diese Ziehharmonika. Das könnt ihr dann gerne nochmal ein bisschen auf dem Falzknochen vielleicht ein bisschen mehr runterdrücken. Ich will es jetzt erst nochmal so lassen, weil wir es ja auch gleich bekleben müssen. So, dann kommen die beiden Teile mit 21 x 13,5 cm, die ihr ja in der Mitte bei 10,5 cm falzen müsst. Das habe ich natürlich auch schon vorbereitet. So. Und die kommen dann praktisch so hier ran. Mal aus dem Weg hier raus. Ich bin total begeistert von dieser Karte und ich bin total begeistert, dass Melanie ja gesagt hat, dass ich euch die zeigen kann. So, ihr müsst jetzt die Karte, also die Ziehharmonika so vor euch hinlegen, dass die 7 Berge zu euch gucken. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, so rum. Also, um das besser zu veranschaulichen, dass die Außenkanten auch nach oben gucken. Ihr müsst praktisch hier diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berge oben haben. Und das verschwindet in die Karten. Das machen wir jetzt. Also das ist praktisch, kommt das hier so rein und das so runter.
Dazu machen wir jetzt erstmal hier. Ich mache das jetzt mal mit einem Kleberoller. Die andere Karte habe ich komplett mit einem Jumbo gemacht. Aber das ist meine letzte Flasche. Ich muss mir erstmal wieder was Neues besorgen. So. Ich mache es jetzt auch erst so, damit ich das hier drauf klebe. Und passt auf, dass es nicht ganz so... Praktisch wäre es eigentlich besser, wenn wir das so machen. Also dreht beides rum und dann könnt ihr das ein bisschen ein Stück vor dieser Falzlinie, also auch kein, nicht mal ein ganzer Millimeter, nur so ein ganz kleines Stück davor. Ne? Und dann dreht es wieder komplett rum und dann habt ihr ja wieder das. Klebt am besten auch hier die ganze Karte. Ich habe es bei der ersten Karte nicht gemacht und musste das danach nochmal machen, weil ihr habt ja sonst hier Luft drin und das sieht einfach blöd aus. So, dann drückt ihr das Ganze runter. Hier muss natürlich auch noch was rauf. Dann ist das erste Stück schon mal verschwunden. Jetzt geht es zum nächsten. Wie gesagt, das hier muss so nach oben stehen und das hat auch nach oben gestanden. Dann ist alles richtig. Jetzt kleben wir uns wieder diese Innenseite. Gleich noch einen Fehler entdeckt. Also nicht für die Datei, sondern wo ich am besten die Falz setze. Also wenn ihr das auch mit der Studio-Datei macht, falzt am besten die Seite, die dann auch nach innen kommt. Ich habe jetzt die Außenseite praktisch da, wo die Falz zu sehen ist. Ich weiß nicht, so müsstet ihr das sehen. Und dann sieht man das natürlich auch. Wenn man das jetzt nach innen machen würde, ihr seht es hier, sieht man fast gar nichts. Also, macht das auf die andere Seite. So, jetzt drehe ich beides wieder praktisch um. Damit ich da auch nicht durcheinander komme. Ich beklebe das hier auch wieder. Und mach das Ganze zu. So. So soll das Ganze dann aussehen. Dass ihr praktisch hier drin diese Ziehharmonika drin habt. Habe ich es so gemacht. Weil ich das auch sowieso beklebt habe. Da ist dann zwar ein bisschen was zu sehen, so Abdrücke, aber das macht nichts, weil da ja sowieso Farbkarton drauf kommt. Einfach mit diesen Klemmen. Die habe ich bei Amazon gekauft, 50 Stück für 2 Euro. Also die waren echt günstig. Die nehme ich auch oft zum Nähen. Also ich stecke gar nichts mehr mit Nadeln ab. Ja, das kann jetzt mal eine Weile so auch ein bisschen zusammenwachsen.
Dann nehmt ihr euch dieser 7,5 mal 4 Teile und da müssen dann praktisch immer zwei von diesen 3,5 mal 3,5 drauf. Das habe ich schon mal vorbereitet. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Ich habe mich mal für diese Farbkombination entschieden. Und ein paar habe ich jetzt noch nicht gemacht. Zwei Stück. Die können wir dann zusammen machen. Da habe ich wieder Tombow genommen. Und die guten Seiten immer nach oben. Also ihr braucht ja auch wirklich nur ein ganz klein wenig Tombow. Dann klebt ihr das schön so. Das an allen vier Rändern. Und in der Mitte so ein kleines Zwischen, dass man das sehen kann. Das ist wirklich echte Strafarbeit. Also bei diesen 42 sitzt man schon ewig. Man könnte es wahrscheinlich auch noch anders machen, aber ich finde gerade auch dieser 3D-Effekt, den man dann hier hat, der ist es auch wert. So. Wie gesagt, hier in der Mitte und am Außenrand und oben und unten ja auch sollte so ein kleiner weißer Rand sein. Oder welche Farbe ihr dann auch immer nimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das richtig sehen kann, weil man nicht, glaube ich, gerade sehr hell ist. So. Dann habt ihr diese 21 Teile fertig. Und die werden jetzt auch nochmal beklebt. Und zwar, wenn ihr auch einen Schriftzug macht, man kann ja auch Happy Birthday to you oder was man auch immer schreiben möchte. Ich habe mich jetzt für alle Jahre wieder entschieden, weil das von den Wörtern her eigentlich ganz gut war. So, ihr habt ja praktisch drei Reihen, die ihr füllen müsst. Und sinnvoll ist es da, sich vorher schon mal die Worte zu legen. Ne? Also ihr habt immer sieben von diesen 7,5 mal 4 Kärtchen, dass ihr euch, also vorher auf dem Blatt habe ich das schon gemacht, dass ich mir die Wörter schon hingeschrieben habe und dass ihr euch das dann so schon mal hinlegt. Also das obere, da sind jetzt beide zu sehen. Und die lege ich immer eins unter dem anderen. Wieder eins unter dem anderen. Und das mache ich sieben Stück. Drei Hammer. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Das ist ganz wichtig, dass ihr das macht, weil ich habe natürlich gleich beim ersten Teil gedacht, wieder, ja, kannst du, super. Und habe dann hier gleich geschludert und habe das auch völlig falsch geklebt und habe dann hier auch gleich so ein Zweier drauf geklebt, was vollkommen verkehrt war. 3, 4, 5, 6, 7. So. Dann lege ich mir das schon mal hin, wie ich das Wort gerne haben möchte. So, dann hatte ich vorne zwei und hinten zwei. Und dann mache ich mir so ein leeres Teil, eins mit den Kerzen, hier auch wieder so ein leeres und die Rentiere. So, die zweite Reihe ist entgegengesetzt. Da haben wir hier auf dieser Seite zwei oben und hier immer eins drunter. So, zwei. 3, 4, 5, 6, 7. Dann legt ihr euch das wieder. Ich habe jetzt einfach mal das gleiche genommen wie in der anderen Karte, weil ich das auch
mit dem Plotter gemacht habe und dann nichts extra nochmal was Neues machen wollte, weil ich so schnell wie möglich auch diese Anleitung machen wollte. Ihr seht ja, dass das Ganze, also die erste und die dritte Reihe in die gleiche Richtung und die mittlere Reihe in die andere Richtung läuft. Und deshalb müssen wir das verkehrt rumlegen. Hier kann dann wieder das rauf und das. Und hier das. So, die nächste Reihe wäre dann wieder wie die ganz oben. Da kommt das wieder hier drunter. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, und das Wort war jetzt, glaube ich, länger. Deswegen habe ich nur noch 2 von den anderen. Ich hoffe. So, alle Jahre wieder. Schicke ich viel zu spät meine Weihnachtskarten los. Ich habe hier längst schon alle liegen, aber ich komme einfach nicht dazu, die wegzuschicken. So. So müssen wir jetzt bloß noch festkleben. Also wichtig, finde ich, ist, dass ihr euch das wirklich schon mal probelegt. Und dann geht nichts so hier bei meinem anderen total schief. Dann könnt ihr das festkleben. Ich mache das wieder ganz einfach mit Tombow. Was auch immer hier rauf soll bei euch. Ich finde es mit diesen Briefmarken gar nicht so, also mit dieser Briefmarkenform gar nicht so schlecht. Das habe ich auch, glaube ich, komplett so übernommen von Melanie. Ich werde jetzt gleich einen Zwischenschritt machen, den sie nicht hat, weil ich habe mich beim Anleben der Plättchen total schwer getan. Und da werde ich mir Hilfslinien ziehen, damit ich mir die besser anbringen kann. Ihr seht jetzt schon, auf diese Plättchen wird nur vorne das doppelt beklebt und alle anderen bekommen nur jeweils rechts ein Plättchen drauf. Ich bin total begeistert von dieser Karte. Gleich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf Melanies Seite gekommen bin und die Karte gefunden habe. Ich weiß überhaupt nicht mehr, nach was ich gesucht habe. Jedenfalls habe ich ja meine gebastelte Karte auf Facebook in der Mizo-Gruppe geteilt und da kam sie sehr gut an und bei Instagram auch. Und dann dachte ich, oh, das wäre toll, wenn ich die nachbasteln könnte. Ich hätte es nicht sowieso gemacht. Ich hätte mir sowieso noch ein paar gemacht, weil ich glaube, das ist vielleicht die Karte, die auf dem Weihnachtstisch kommt bei uns. Obwohl, ich weiß es noch nicht, weil wir sind 9 Leute. Und ich müsste praktisch 7 Karten machen. Und ja, 7 mal 42. Ich glaube eher nicht. Aber die 2 Karten werde ich auf jeden Fall, die ich jetzt dann fertig habe, werde ich auf jeden Fall verschicken. Ich hoffe spätestens am Donnerstag. Am Donnerstag eröffnet hier bei uns in Frankfurt der Action. Ich freue mich darauf schon ganz besonders. Ich musste ja bis jetzt immer nach Röttgau fahren und das ist eine Stunde Fahrzeit und 10 Euro alleine an Fahrtkosten. Und man hat ja auch nicht immer Glück und fährt dann auch mal umsonst. Deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit einfach, wenn ich was wollte, auch immer im Internet bestellt. Oder habe mir auch mal was mitbesorgen lassen und die Versandkosten waren dann bei 4,90 Euro. Und das ist praktisch eine Fahrt. Und ich brauche eine Hin- und eine Rückfahrt. Und deswegen hatte ich in letzter Zeit, ja, war ich glaube ich, das letzte Mal irgendwann im Mai oder so im Action. So.
Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr alles richtig klebt. Gut drauf achten. So, jetzt habe ich die ganze Zeit gelabert. Jetzt kann ich ja nicht mal das euch ein bisschen erleichtern und schneiden. So. Von denen braucht ihr jetzt keine 42, weil ihr ja praktisch nur die Deckplättchen, nenne ich es jetzt mal so, doppelt beklebt. Und jedes andere bekommt ja nur eins. Aber auch das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wenn ihr denkt, der Zwischenraum, das sieht so doof aus, dass es leer ist, dann macht euch da natürlich auch 42 Stück. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass eine immer leer ist. Ich finde jetzt die Karte auch gar nicht so schlecht mit dem weißen Hintergrund und den gelben Plättchen. Das passt eigentlich ganz gut. Weil diese, also das habe ich mit Digitalpapier gemacht. Und auf dem Digitalpapier dann auch nur Buchstaben drauf geschrieben. Also das, ich kann euch zwar diese Briefmarken formen, die habe ich gemacht, die kann ich euch zur Verfügung stellen, aber das, was auf diesen Briefmarken drauf ist, nicht, weil das ist komplett Digitalpapier von Kleine Göre Design. Und diese Elche, dieses Geschenk, und der Weihnachtsmann auch, außer diese Kerzen, die sind von Mizo. Das war auch alles Kleine Göre Design. Das kann ich euch nicht zur Verfügung stellen, aber diese ganzen Grunddateien, und es gibt unheimlich viele digitalen Papiere, meine Festplatte ist voll davon, für free im Internet. Falls ihr nichts findet, schreibt mich einfach an, ich helfe euch dann. Aber es gibt wirklich unheimlich viel. So, jetzt wieder aufgepasst. Jetzt geht es nämlich ans Kleben. Ihr seht ja, das ist nicht ohne. Das meine ich mit Zwischenraum, ne? Also hier wäre dann ja immer ein Plättchen leer. Hier habe ich es nicht ganz kapiert. Deswegen hat mir auch hier dann einer gefehlt. Genauso wie dieses, was ich hier hinten drauf geklebt habe. Das hat mir natürlich dann auch gefehlt. Aber diesmal war ich, glaube ich, schlauer. Bis jetzt ist noch alles richtig. Jetzt kommen wir ans Kleben. Und hier werde ich mir jetzt Hilfslinien machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Und dritte Reihe. Jetzt nehmen wir uns das Teil. Ich würde jetzt einfach, wir kleben ja hier auf dieses Teil diese Plättchen. Und jetzt würde ich mir hier einfach eine Markierung machen. Und zwar würde ich hier so 3 mm von oben nehmen und würde mir dann hier diese 4 kennzeichnen. Das gleiche mache ich hier auch. Und hier. Hier, weil das kommt ja hier drauf. Aber eigentlich ist es ja egal, könnt ihr auch weggradieren. Ich würde es jetzt hier.
wenn man die Karten aufmacht. Jetzt geht's inzwischen, aber die haben sich, wenn man sie auch nicht ganz gerade hält, ihr seht ja, dann kommen die sich hier ein bisschen schneller ins Gehege. Und ich hatte ja hier einen sehr großen Abstand, hier einen ganz kleinen Abstand bei der Karte, das sieht man auch. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach gleichmäßiger ist mit dem Aufzeichnen. Also das ist dieser Zwischenschritt, den ich gemacht habe. Mal gucken. So rum. So. Ihr nehmt jetzt die erste Reihe. Und wenn ihr das jetzt so machen würdet, müsstet ihr praktisch immer unter das andere kleben. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die oberste Karte nach unten mache. Also, dass wir dann die komplett andere Reihenfolge haben. Ich habe noch eine noch nicht geklebt. Dann praktisch hier anlege. Also praktisch die Reihenfolge einmal umkehren, dass ihr hinten anfangen könnt. So, jetzt komme ich mal besser ins Bild. Und jetzt mache ich es genau hier an die Linie, wo ich mir aufgezeichnet habe. Und dann mache ich es praktisch hoffentlich in jeder Richtung gleich. Und hier trage ich mir jetzt auf dem Teil, nicht hier, sondern hier den Kleber auf. Dadurch, dass ich es mir ja eingezeichnet habe, weiß ich auch wo. Mach es nicht ganz ran an den Knick. Ich bin so einen guten Millimeter von dem Knick entfernt. Jetzt ist schon wieder Tombow raus. Das kriege ich auch nicht mehr ordentlich hin. Hier weiter. Ich klebe wieder diese Seite. Passt hier auf, weil ihr ja oben so einen kleinen Rand von, so wie ich jetzt zum Beispiel, 3 mm habt. Geht nicht ganz ran an den Knick, bleibt einen Millimeter von weg. So, jetzt ist es natürlich wieder dunkel. Das mit dem Licht werde ich auch nicht mehr hinkriegen. Ein Video, wo ich komplett ein Zusatzlicht habe. Das wäre toll. Und jetzt das letzte. So, das mache ich auch nicht ganz vorne ran, weil da machen wir ja praktisch die Karte zu. So, das wäre dann schon mal die erste Reihe. Jetzt kommt die andere Reihe, die mittlere Reihe. Und da, ich sehe gerade, dass ich noch was abschneiden muss. Sollte alles vorhin so schnell gehen und eigentlich müsste ich mein Messer von der Porträt wechseln. Schneidet nicht mehr ordentlich. Aber ich habe jetzt durch den Kauf von der Curio so unheimlich viele Messer dazu bekommen. So. Hier macht ihr genau das Gleiche. Kehrt die Reihenfolge wieder um, damit ihr mit dem Kleben von hinten anfangen könnt. Weil jetzt kleben wir das praktisch so, also entgegengesetzt. Hier haben wir es so und hier müssen wir es jetzt so kleben. Und damit ich jetzt keinen Denkfehler habe,
Das kommt jetzt so hin. So. Das wird jetzt praktisch auch auf die andere, also das habt ihr auf die vordere Bergfalte geklebt und das klebt ihr jetzt auf diese andere Seite der Bergfalte. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht euch diese Hilfslinien, dann ist der Abstand einfach gleichmäßiger. Das Ganze könnt ihr nochmal ausjustieren, wenn ihr das mit der anderen Karte so ein bisschen gerade rückt. Aber ich muss wirklich gestehen, ich habe beim ersten Mal ja wirklich viel denken müssen. So, jetzt kommt das letzte. Das kleben wir natürlich hier drauf. Und es ist wirklich schon sehr deutlich zu erkennen, dass das so und so ist. Und jetzt kommt die letzte Reihe. Wir kehren die Reihenfolge wieder um, damit wir von hinten beginnen können. Genau, da ist hinten. Ich sag's ja, es ist nicht einfach. So, das kommt jetzt wieder hier drauf. Ich ziehe mir, glaube ich, unten. Ich habe die jetzt nur oben gemacht, die Hilfslinie. Ich ziehe mir die hier unten auch nochmal. Das ist mir irgendwie sicherer. Wenn es euch später stört, man kann es so einfach wegradieren. So, das muss jetzt wieder wie hier oben auf diese Falte. Macht wieder Tombow drauf oder welchen Kleber ihr auch immer macht. Ich finde den Tombow ganz gut, weil der lässt sich noch ein bisschen bewegen. Also der ist nicht gleich Sticky Tape oder der klebt halt nicht gleich fest. Eigentlich lassen sich die Klebereste auch immer super entfernen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin total begeistert von diesem Tombow, weil kriegt wirklich den letzten Tropfen noch raus. Und ich habe jetzt meinen echt lang gehabt. Und ich bastel viel, also ich klebe viel mit dem Tombow. Der hat ewig gehalten. Trotz dessen ich so viele nehme. Das war jetzt das ganze Zauberwerk. Dadurch, dass ich es ja jetzt ein bisschen platt gemacht habe, man muss es zuerst mal so ein bisschen falten. Aber es dauert nicht lang. Bis die Karte hier den Memory-Effekt hat. Und die ganz von alleine so auf und zu geht. So. Wenn ihr bis hierher gekommen seid, der Rest ist Pillepalle. So. So geht das Ganze dann auf. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert von dieser Karte.
Das Dekorieren mache ich jetzt alleine. Da müsst ihr ja nicht dabei sein, weil das werdet ihr ja später auch so machen, wie ihr wollt. Seht ihr, jetzt ging die Karte schon recht gut zu. Je öfter ihr das macht, faltet sie auch ruhig mal ein bisschen, desto besser wird es noch. Wie gesagt, Dekoration habe ich persönlich jetzt so gemacht, dass ich vorne was drauf gemacht habe. Habe ich mir auch von den Plottergörn, glaube ich, gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, oder ob es eine Datei aus dem Selbststore war. Muss ich nochmal gucken, verlinke ich euch. Habe hier drinnen doch mal den Tonkarton genommen, den ich auch hier bei den 3,5x3,5 Teilen genommen habe. Das mache ich jetzt hier nicht, weil hier habe ich den Tonkarton bei den 3,5x3,5 Teilen, den ich auch außen für das Cover genommen habe. Und habe dann praktisch hier hinten noch so einen kleinen, weil man ja eigentlich ja nicht viel Persönliches hier schreiben kann. Hier vorne vielleicht, ne? Also ich fand es eigentlich ganz schön mit dieser kleinen Tasche hier hinten, wo man vielleicht auch noch ein bisschen was anderes reinstecken kann, außer einen Brief. Wenn man Geld verschenkt, was auch immer. Eine Gutscheinkarte. Wenn man Sticker dazulegen möchte, das möchte ich gern machen bei der Weihnachtskarte. Ich habe ein bisschen Sticker vorgearbeitet. Immer wenn ich ein bisschen was Print and Cut ausdrucke, mache ich die Matte komplett voll. Und ja, da hat sich jetzt ein bisschen was angesammelt. Die schicke ich jetzt einfach mit weg. Hier mache ich vielleicht noch eine Banderole rum. So eine durchsichtige, direkt hier, wo der schwarze Gürtel ist. Das hier hinten habe ich auch beklebt. Also das habe ich jetzt nicht ausgeplottert, sondern habe einfach nur wieder Print and Cut gemacht, habe das ausgedruckt und weiß auf weiß sah eigentlich ganz gut aus. Ja, ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr geht auch alle bei Melanie vorbei, bei dem Blog Stempelkunterbunt, den verlinke ich euch noch. Und die Schneidedatei, die Studiodatei, könnt ihr euch gerne bei mir im Blog holen. Und ich freue mich dann natürlich auch, wenn ihr mir hier oder im Blog einen Kommentar dafür auch hinterlasst. Okay, das war's. Viel Spaß beim Nachbasteln dieser tollen, tollen Karte. Ich mache vielleicht noch eine. Na, ein bisschen anderes Design. Und das Gute ist, muss man ja wirklich keine Weihnachtskarte machen. Kann man ja das ganze Jahr über mit dieser Karte basteln. Und ja, ihr seht vielleicht, die Karte jetzt schon aufgeht. Ihr müsst es bloß ab und zu mal bewegen und auch schön zulassen. Die geht jetzt schon viel besser auf. Wenn ihr dieses Ziehharmonika-Ding halt ein bisschen flach liegen lässt, wird es wieder ein bisschen schlechter gehen. Aber ja, solange ihr es gut gefalten habt vorher, wird es auch eine gute Ziehharmonika-Karte. Also viel Spaß beim Nachbasteln und bis zur nächsten Karte. Tschüss!